Wir haben sehr früh damit begonnen, weil es in der Tat auch so war, dass wir im Ministerium einen Mitarbeiter hatten, der von der Bundesregierung für den Bologna-Prozess verantwortlich war. Und er hat sich besonders darum gekümmert, dass alle Hochschulen in Schleswig-Holstein den sehr gut umgesetzt haben. Wir haben das Glück gehabt, dass wir relativ viele neue Studiengänge gerade angefangen hatten, die von vornherein so geplant waren, dass sie Bachelor- und Masterstudiengänge sind. Wir hatten damit also überhaupt keine Schwierigkeiten und Sie werden auch nicht gehört haben, dass es in Schleswig-Holstein wegen des Bologna-Prozesses überhaupt Demonstrationen gegeben hatte. Also das ist, glaube ich, bei uns sehr gut abgelaufen. Die zweite Frage war Deutschlandstipendium. Da hat sich die Universität zu Lübeck was Eigenes ausgedacht. Wir sind schon länger dran, um für Studenten eben Stipendien oder etwas Ähnliches zu vergeben. Und wir haben den Studienfonds gewählt. Der Studienfonds hat folgenden Vorteil. Die Studenten bekommen von uns Geld. Das ist so eine Art Mikroförderung, bis 250 Euro. Wir müssen sie nach Beendigung des Studiums, wenn wir so etwa 30.000 Euro im Jahr verdienen, wieder zurückzahlen. Das bindet sie erstens mal an ihre Hochschule. Das ist der Alumni-Prozess, den wir ja auch voranbringen wollen. Und es hat natürlich den Vorteil, dass dieses Geld nicht verloren geht, sondern es kommt wieder rein. Wir haben unsere Studenten ja auch gefragt und wir haben gesagt, sie machen das besonders gern, weil sie wissen, es kommt wieder anderen zugute. Das ist die Förderung, die wir ganz gerne haben. Und daran haben sich eben beteiligt auch die Stiftung der Stadt. Die Posen-Stiftung, die auch anwesend ist, durch Frau Menken oder Frau Peters hier von der Sparkassenstiftung, der gemeinnützigen Stiftung. Wir glauben, dass das eine Möglichkeit ist, wie man besser Studierende unterstützen kann. Auf der anderen Seite, das Deutschlandstipendium hat natürlich so ein bisschen den Nachteil, ich weiß es von meinen Kollegen, gerade aus Nordrhein-Westfalen, man muss jedes Jahr wieder sehr, sehr viel Geld einwerfen und das Geld ist nachher verloren. Frau Nihaus, ich habe eine Frage zum Jahresprogramm. Das ist in der Werbung ja wirklich sehr, sehr üppig. Viele, viele Aktivitäten, Aktionen. Wer stemmt denn das alles? Gibt es eine Mannschaft, die sich darum kümmert, dies realisieren will? Und ich will ganz konkret auch nochmal die Einrichtung des Wissenschaftsmanagements interessieren, wie es eingebunden ist in die Universität oder in die Stadt, wo es angesiedelt. Also, herzlichen Dank für die Frage, weil ich fühle mich wirklich hier auf der Bühne, weil ich natürlich erstmal aufgeregt, man hat feuchte Hände, aber das ist genau der Punkt, für mich, wie die Studenten empfehlen. Ja? Also, ich hatte wirklich das große Glück, 2009 nach Lübeck zu kommen und einen Arbeitsbereich zu übernehmen, der wirklich an der ganz so dringenden Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Stadt und Wirtschaft platziert ist. Und dieser Bereich wird dieses Wissenschaftsjahr stemmen und wird die Koordination der ganzen Partnerheit übernehmen. Und Sie sehen in unserer Bewerbungsschrift natürlich auch, dass wir ein unheimlich großes Netzwerk von Partnern haben. Und diese Partner, und da würde ich Frau Peters heute auch noch kurz bitten, etwas zu erläutern, weil das ist eine ganz wichtige Säule dieser Partnerschaft. Diese Partner strahlen weit in die Bürgergesellschaft hinein. Ich habe am Anfang überlegt, was verbirgt sich mit den Bürgerwissenschaften Lübecks. Die Bürgerwissenschaften, das ist wirklich dieser Gemeinsinn, da ist der Ethos der Hanse auch noch mit verankert, was für den Bürgerwissenschaften ist. Und es ist so diese Herangehensweise, mir ist nicht das Hemd eher als die Hose, sondern ich kümmere mich wirklich um die anderen. Dann würde ich Frau Peters kurz bitten, einmal aus dieser gemeinnützigen Tätigkeit, diese vielen Vereine und Einrichtungen nochmal zu nehmen, weil da sind die Akteure, die stemmen das. Und die sagen es nicht nur, da steht auch nicht nur, machen wirklich. Das wollte ich gerade sagen, ich stemme das in gewissem Sinne. Mit verschiedenen Partnern, die alle hier sitzen. Und ob ich jetzt Frau Menken als Mitvorsteherin nenne oder ob ich Herrn Schäffler als Mitmacher in meiner Mittwochsbildung nenne oder viele andere, Dr. Eckloff mit dem Naturwissenschaftlichen Verein, ich will Sie jetzt da nicht mit Name-Dropping langweilen, aber wir sind in der Tat die Mitte der Stadt. Das Wohnarbeitszimmer der Stadt ist unser großer Saal und das seit 222 Jahren. Und wenn Sie so wollen, Frau Klaassen hat das eben freundlicherweise schon angedeutet, erstreckten sich diese Bürgerwissenschaften, die jetzt in der Bürgerakademie in gewissem Sinne kulminieren und ausschweifen auch auf alle Bevölkerungsschichten auf der Altstadtinsel, zwischen der Universitätskirche St. Petri und zwischen der gemeinnützigen Am Koberg, wo wir Wissenschaft Am Koberg ausgerufen haben. Dazu gehört wieder das Institut für Wissenschaftsgeschichte und Medizinforschung, was der Präsident Herr Dominiak eben schon genannt hat. Dazwischen spannt sich das Netz, der Schirm auf. Sie müssen sich vorstellen, ich gebe Ihnen einfach mal ein Beispiel. Ich habe bürgerschaftliches Engagement vor 7 Jahren die Mittwochsbildung gegründet, aus der Taufe gehoben. Da geben wir übrigens den theoretischen Unterbau für das Bürgerhaus zum Beispiel, wie in Halle eben erzählt wurde. Wir haben da ganz andere
Baden-Württemberg, wir laden die Fachleute, die Experten aus den ganzen deutschsprachigen, aber nicht nur deutschsprachigen Ländern, aus Russland, aus Finnland, aus Skandinavien, PISA, all around, ein und erklären interessierten Eltern, Multiplikatoren, Erziehern, Lehrern, Lernvorortvertretern, was wir ja für Lübeck, und das ist Teil unserer Bildungsoffensive, wenn Sie so wollen, eingesagt haben für die nächsten Jahre, erklären dort, wie funktionieren Kindertagesstätten in der Zukunft, zum Beispiel das Bildungshaus. Denn mit dem Bildungshaus ist Folgendes gemeint, in meiner Wahrnehmung, dass wir wegkommen von dem etwas strengen, typisch deutschen, wenn man so will, jährlichen Übergang. Das soll ein ganz zarter, sanfter in Monaten werden. Und das hat Baden-Württemberg ja uns vorextaziert. Das transportieren wir in den großen Saal. Dort verteilen wir es auf Lübeck. Das ist zum Beispiel die Mittwochsbildung, weil an diesem Beispiel gesagt wird. Vielen Dank. Herr Mayer-Buckel und Herr Hanfer. Wir reden ja hier in einem wissenschaftsaffinen Umfeld. Und alle wissen, wie bedeutsam Wissenschaft ist, dass das gefördert werden muss. Aber so ist die Welt ja nicht. Sie haben nun eine Erfahrung hinter sich, ich habe es angedeutet im Film oder auf der Bühne im letzten Jahr, wo ein Federstrich als Ministerpräsidenten seinen Wissenschaftsstandort auch zerstört wird. Und natürlich aus gutem Grund, also es gibt ja politische Gründe dafür, denn die Situation der Länder ist ja auch nicht besonders gut in dieser Hinsicht, was die finanzielle Ausstattung angeht. Ich sage das ganz bewusst, auch mit Blick auf ostdeutsche Länder, mit denen das möglicherweise auch irgendwann bevorsteht. Was haben Sie aus dieser Erfahrung gelernt? Was haben Sie, abgesehen von den Demonstrationen, an Zusammenrücken möglicherweise erlebt, was Sie produktiv nicht nur für dieses Jahr nutzen, sondern auch dafür, um so etwas in Zukunft möglich zu machen? Also was wir gelernt haben, ist, dass natürlich eine enge Verzahnung zwischen Stadt einerseits und Wissenschaft andererseits nicht nur eine Eintagsfliege sein kann, ein unerfreuliches Ereignis, ein drohendes Ereignis abzuspenden, sondern dass es dauerhaft sein muss. Und das ist es auch. Es gibt ja gelegentlich in so einer Stadt so Indizien für so. Früher, wenn Sie aus dem Bahnhof gegangen sind, in ein Taxi stiegen zum Universitätsklinikum fahren wollten, dachten wir, warum wollen Sie nicht? Das war in Lübeck Krankenhaus Ost. Und kein Taxifahrer in Lübeck konnte mit dem Begriff Universitätsklinik etwas anfangen. Das ist jetzt völlig anders. Das ist sicherlich nur ein Indiz, aber eines ist, glaube ich, durchaus ausreichend. Die Hochschulen sind in der Stadt angekommen. Sie sind ja alle junge Universitäten, Hochschulen. Ich habe dort 50 Jahre in die Musikhochschule. Und ja, exakt 100 Jahre ist etwas älter. Dann sind wir deutlich jünger. Und es ist lange Zeit in Lübeck nicht wahrgenommen worden, es ist lange Zeit nicht bewusst gewesen, dass Lübeck überhaupt so schon statt ist. Der Prozess hat ein bisschen dazu beigetragen, ist, also der Prozess im Sommer letzten Jahres, dass sich das geändert hat. Aber ich glaube auch, dass unsere Aktivitäten des Jahres 2009 uns hier zu bewerben, jetzt erneut sich hier zu bewerben, dafür zu werben, möglicherweise unterstützen die öffentliche Zeitung und die Nachrichten sehr mit positiver Resonanz, mit Berichterstattung über das alles. Ich glaube, das trägt auch dazu bei, und je mehr die Verankerung da ist, je mehr die Verzahnung zwischen Stadt und Hochschulen da ist, desto schwerer wird es möglicherweise in der künftigen Regierung sein, erneut einen solchen Versuch zu machen. Hochschulen, den wir anstreben, sondern es geht vielmehr darum, Wachstum zu generieren. Deshalb stehen wir hier im Schulterschluss mit der Wirtschaft und mit den ganzen Partnern, weil Wachstum dringend notwendig ist, um wirklich die Nachhaltigkeit und auch die Langfristigkeit zu sichern als Hochschulstandort. Und Wachstum, deswegen haben wir uns in unserer Bewerbungsschrift, das war durchaus eine Diskussion in Lübeck, warum wir uns nicht sehr stark auf die Naturwissenschaften konzentrieren, weil natürlich die Kultur und die Musik einen hohen Stellenwert haben. Aber wir haben gesagt, wir müssen ja glaubhaft sein. Und wenn wir sagen, wir wollen visionär in Richtung Wachstum argumentieren, dann müssen wir dann die starken Disziplinen nehmen, die wirklich auch letztendlich Wachstum generieren und wo auch Geld investiert wird. Und es sind nun mal die Bereiche Medizintechnik und Biotechnik.
Technologie wieder wirklich an vorderster Stelle stehen. Und deswegen wird der Wissenschaftscampus auch auf dieses Ziel einzahlen und ganz deutlich dazu führen, dass der Wissenschaftsstandort wächst und dann auch in der Tat nicht zur Diskussion stehen wird. Wir haben eine letzte Frage noch, Frau Grünhauser. Ich hätte noch mal eine Frage zur Projektstruktur. Es ist ja positiv, dass auch alle gemerkt, dass Sie sozusagen beeindrucken mit der Fülle von Einzelprojekten mit einem ganz breiten Strauß. Wenn ich mir das anschaue, steht für mich aber noch ein bisschen eine Frage im Raum, wie die organisiert sind. Ich nehme als ein Beispiel Projekt Bürgercampus, Fachhochschule Lübeck. Wenn ich das lese, frage ich mich, warum, wenn ich die Inhalte sehe, wird der Bürgercampus nicht von der Fachhochschule und der Universität gemeinsam gemacht? Das ist ein Online-Portal, was Informationen für die Bürger zur Verfügung stellt. Liest man das falsch hier oder macht da ich ein Ding für sich? Also ich bin zu der Struktur, vielleicht, Entschuldigung, habe ich mich nicht vorhin rausfinden können, aber manchmal kommt man ein bisschen auf den Plan. Zu der Struktur ist es ja so, dass ich nicht in erster Linie nur eine Person habe, mit der man zusammenarbeiten oder einen vorgesetzt hat, sondern wir sind ein Initiativkreis Wissenschaft in Lübeck. Das ist 2010 von Stadt der Wissenschaft, also den Initiativkreis Stadt der Wissenschaft umbenannt hat. In diesem Initiativkreis sind eben alle Akteure verbunden und man macht, wie es in einem ordentlichen Projektmanagement üblich ist, man fest die Zielvereinbarung, man kommt darin überein, was wollen wir erreichen, welche Projekte haben Priorität und wer hat den Hut für das jeweilige Projekt auf. Und wenn Sie jetzt konkret den Bürgercampus ansprechen, ist das natürlich so, dass wir gucken müssen, wer hat die Kernkompetenz. Ja? Und da ist es eben die Fachhochschule, die auch sehr engagiert in diesem Bereich E-Learning ist und die von sich aus gesagt haben, wir wollen unbedingt diesen Bürgercampus auch realisieren und anbieten, das ist ein Angebot. Das, was Sie dort in der Bewerbungsschrift finden, ist nicht, wo Frau Klaassen hingegangen ist und hat gesagt, oh, wir wollen ein Wissenschaftsjahr, jetzt geben Sie mir doch bitte Projekte, damit nicht, das sind Angebote. Und da ist es in der Tat so, dass sich dann auch legitim mal von den ganz klaren roten Faden der Wissenschaftler auch abrücke und sage, die Angebote sind willkommen und wir erreichen durch diese sehr unterschiedlichen Angebote, durch diesen bunten Blumenstrauß, den Sie dort in der Tat finden, eben auch diese vielfältige Öffentlichkeit, die nämlich mindestens genauso vielfältig ist. Und da ist dann die Messlatte nicht Wissenschaftlichkeit, sondern in der Tat Zielgruppenorientierung und auch Spaß an der Sache und was bringt es oder welche Ideen kommen aus den Menschen. Man kann es vielleicht mal ganz kurz auf den Punkt bringen, indem man sagt, wir teilen uns die Aufgaben von Hochschule und Universität, wir machen das gemeinsam und wir haben so diese Aufgaben teilen. Sie sind ja gemeinsam. Ja. Vielen Dank, wenn es keine weiteren Fragen gibt. Ganz herzlichen Dank an Sie alle.